Hallo, ihr Süßen. Ich habe euch heute Karl der Fünfte, der Kaiser, dem die Welt zerbrach, von Heinz Schilling mitgebracht. Ich durfte das Buch als Rezensionsexemplar lesen und freue mich, euch wieder ein Sachbuch vorstellen zu können. Noch dazu ein Geschichtsbuch. Ich bin ja ein Geschichtsfreak, das wisst ihr ja. Und Karl der Fünfte ist eine sehr faszinierende Persönlichkeit. Also, ich fand das Buch sehr, sehr interessant. Ich bin total gespannt, was mit euch ist. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute wieder ein Sachbuch mitgebracht, und zwar die Biografie von Karl dem Fünften von Heinz Schilling. Karl der Fünfte, der Kaiser, dem die Welt zerbrach. Und ich zeige euch erstmal das Cover. Ich finde es sehr gelungen. Der Buchrücken. Und der Klappentext. Und was ich halt auch besonders schön finde bei Biografien und bei Sachbüchern im Allgemeinen, aber bei dieser ganz besonders, die Karte, die ist sowohl vorne als auch hinten drin. Und ich liebe solche Karten, weil sie helfen einem unheimlich, den Überblick zu bewahren. Wo ist man gerade? Wo liegt was? Wie sieht es mit den Entfernungen aus? Man hat das alles einfach nicht so richtig im Blick. Also optisch schon mal 1 plus. Jetzt zum Inhalt. Also Karl der Fünfte ist wahrscheinlich vielen ein Begriff. Er war ein Zeitgenosse von Heinrich dem Achten und François dem Ersten und lebte zu einer recht turbulenten Zeit. Er war ein Neffe von Katharina von Aragon, der ersten Ehefrau Heinrichs des Achten, und erbte ein Reich, in dem die Sonne niemals unterging. Das war allerdings alles gar nicht so vorgesehen. Betrachtet man die Geschichte seiner Familie, fallen nicht nur die vielen berühmten Namen auf wie Isabella von Kastilien, Ferdinand von Aragon, Johanna die Wahnsinnige, ebenfalls eine sehr faszinierende Persönlichkeit und nach wie vor umstritten, und diverse andere. Was aber ebenso auffällt, ist, dass Karl der Fünfte, ursprünglich Carlos der Erste von Spanien, eigentlich gar nicht hätte König werden sollen. Geschweige denn Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Doch durch diverse Todesfälle rückte er immer weiter in der Thronfolge auf und wurde schließlich mit 16 Jahren König von Spanien. In seinem Fall konnte man also von einer Reihe von glücklichen Todesfällen sprechen. Heute ist er aber nicht als der bekannt, der einfach nur der glückliche Erbe war, sondern er hat auch selbst einiges bewirkt bzw. war an vielen Umbrüchen der Zeit beteiligt. Er verstand sich als Friedenswahrer Europas und Verteidiger der Christenheit, obwohl er selbst sich regelmäßig gezwungen sah, Kriege zu führen. Vor allem gegen Frankreich, das sich mit dem Osmanischen Reich verbündet hatte, das deutliche Expansionsbestrebungen zeigte. Karl der Fünfte war es auch, der versuchte, die Kirchenspaltung und die Reformation aufzuhalten. Vergeblich, wie wir wissen. Er war ein zutiefst religiöser Mann und letztlich war es das Versagen, die Christenheit als Einheit zu bewahren, das ihn letztlich aufgeben ließ. Allerdings verdankt das Heilige Römische Reich ihm ihr erstes allgemeingültiges Strafgesetzbuch, die Constitutio Criminalis Carolina von 1532. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ich hatte nie Latein. Wenn wir ehrlich sind, hatte er kein Glück mit seinem Reich. Karl der Fünfte wollte viel, wurde aber immer wieder ausgebremst. Er wollte Einheiten schaffen, doch nicht umsonst lautet der Untertitel des Buches »Der Kaiser, dem die Welt zerbrach«, denn so sehr er es auch versuchte, sein größtes Ziel blieb ihm verwehrt. Die Einheit der Christenheit zerbrach 1555 mit dem Augsburger Religionsfrieden, woraufhin sich Karl der Fünfte in ein Kloster zurückzog und abdankte. Sein Sohn Philipp II., auch kein Unbekannter, er war der Ehemann von Maria der Ersten, Tudor, von England, der später die spanische Armada in die Schlacht schickte, um Elisabeth die Erste zu stürzen, was, wie man weiß, 1588 zu einer vernichtenden Niederlage führte und England letztlich den Weg zu einer Seemacht ebnete.
sieht man wieder das, was ich an Geschichte so liebe. Das greift alles ineinander. Mit seiner Abdankung zerbrach das Reich von Karl dem V. Er teilte es selbst 1556. Sein ältester Sohn, Philipp II., erbte Spanien und die burgundischen Besitzungen sowie die amerikanischen Kolonien und noch so einiges anderes. Karls jüngerer Bruder, Ferdinand I., hatte bereits 1521 die späteren österreichischen Erblande erhalten und bekam nun auch den Kaisertitel. Diese Teilung sorgte für die Spaltung des Hauses Habsburg. In die spanische Casa de Austria und die österreichische Linie Haus Habsburg-Österreich. 2 Jahre später starb Karl V. 1558. In dieser Biografie werden natürlich all diese Fakten behandelt, aber sie ist mehr als eine bloße Aufzählung von Daten. Sie zeigt uns den Mann hinter den Fakten. Seinen verzweifelten Kampf, seine Rückschläge und Errungenschaften, seine Liebesbeziehungen und Hobbys. Wer war der Mensch Carlos hinter dem großen Namen und dem riesigen Reich? Hier erfährt man es. Mir hat die Biografie sehr gut gefallen. Ich fand sie interessant und spannend. Klar sind die reinen Fakten über das Leben Karls des V. bekannt, aber hier erfährt man mehr über den Menschen Carlos. Zudem natürlich noch diverse Hintergrundinformationen und Ereignisketten, die einem vielleicht nicht direkt klar waren. Ich persönlich liebe ja Geschichte und wie alles wie Zahnräder ineinander greift. Jede Entscheidung zieht Konsequenzen nach sich. Ich fand den Schreibstil sehr angenehm und keineswegs trocken oder langweilig. Ich konnte immer gut folgen und fühlte mich auch nicht von Daten erschlagen. Von mir bekommt das Buch volle 5 Sterne. Das war's dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!